29 Migranten, unter ihnen Menschen aus dem Iran, Bangladesch und Syrien, wurden nach eigenen Aussagen von der griechischen Polizei an der türkisch-griechischen Grenze stundenlang im Schnee stehen gelassen, bevor sie festgenommen und geschlagen worden sind. Sie haben uns festgenommen, wir haben die Nacht hier verbracht. Es war furchtbar, ein ekelhafter Ort. In Griechenland haben sie uns verprügelt. Andere Migranten sprachen von bewaffneten Männern in Uniform, die sie in Militärbooten über Mariza von Griechenland in die Türkei brachten und sie anschließend misshandelten. Die griechische Polizei weist all diese Vorwürfe zurück und betont, dass es ständige Praxis ist, Migranten in der betroffenen Gegend nicht in die Türkei zurückzuschicken.